Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne mein neues Mühldeck oder Mülldeck vorstellen, wo wir den Gegner zu Tode mühlen werden. Aber bevor wir hiermit starten, machen wir ganz kurz nochmal einen Blick auf die Woche, was ist passiert. Wir haben ein neues Update bekommen. Das hat uns wunderschöne neue Karten, also beziehungsweise eine schöne Kosmetik beschert. Die Karten sehen total schick aus. Man sieht hier zum Beispiel Gift of Paradise. Sicherlich habt ihr euch die Karten alle schon mal angeschaut. Ich möchte einfach nur mal kurz ein Update geben, wie ich die einzelnen Preise hier einschätze. Also der Explorer Bundle für 15 Euro ist ein faires Angebot aus meiner Sicht. Wir kriegen auch noch 3500 Gems und Karten, die wir auch häufig nutzen können. In vielen Decks werden diese Karten gespielt und sie sehen einfach wunderbar aus, diese Animation. Ist richtig genial und gut gelungen. Ich freue mich, dass Wizards of the Coast für Magic Arena so eine Card-Kosmetik, sagen wir, platziert hat. Ich liebe es, mit stylischen Karten zu spielen. Ja, also daher richtig schön. Vielen Dank dafür, muss man mal sagen. Ja, was gibt's noch? Es gibt Bundles zu jeder Gilde. Die sind unterschiedlich stark und gut. Da kommen wir gleich zu. Dann gibt es für 10.000 Gold hier quasi Kartensleeves. Die sind überzeugen mich aber ehrlich gesagt nicht. Also sehen jetzt nicht wunderbar aus. Da gibt es sicherlich bessere. Dazu kommen wir auch nochmal. Und für alle Leute, die gerne das Gate-Deck spielen, gibt es hier eine wunderbare Erweiterung. Hier sind alle Gates vorhanden. Für 2000 Gems kann man sich eine wunderbare Mana-Base zusammenzaubern. Ja, also wer gerne Guild-Gates oder ein Gate-Deck spielt, der ist, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben. Ich werde erstmal keine Gems investieren. Denn als Free-to-Play-Player ist das Erspielen der Gems bei mir nur über Draft möglich. Und ich möchte gerne 10.000 Gems erhalten, um einfach, wenn die neue Edition Ende April, Anfang Mai kommt, ja, Ziert spielen zu können. Und da kriegt man den meisten Profit aus meiner Sicht raus. Und ich brauche ungefähr 20.000 Gold, um erstmal ein bisschen Erfahrung mit den neuen Karten über Draft zu generieren. So, und im Store können wir jetzt nochmal zu diesem neuen Kosmetik gehen. Die Gems haben sich hier nicht verändert. Auch die Packs sind gleich geblieben. Ich kaufe, weil ich ab und zu mal gefragt werde, kaufe ich mir Packs? Nein, ich kaufe mir keine Packs. Ich drafte nur, weil man da einfach aus meiner Sicht eine bessere Rare-Ausbeute bekommt. Man bekommt Gems, das ist quasi bares Geld. Und wenn man gut spielt, hat man meistens nach 4 Wins eigentlich seinen Einsatz wieder raus. Daher, ja, bin ich ein Drafter und kaufe mir keine Booster, auch wenn man da Wildcards schneller bekommt. Aber da gibt es kontroverse Meinungen. Ich bin eher beim Draft. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr es ähnlich seht. Ansonsten gibt es zwei neue Avatare. Solange die jetzt keine speziellen Fähigkeiten haben, irgendwie geile Moves oder Action, werde ich mir die jetzt erstmal nicht kaufen. Aber freut mich, dass sie auch im Avatarbereich etwas machen. Und es gibt sogenannte Guild Bundles. Die sind natürlich wunderbar. Da war ich kurz davor, mal 3000 Gems investieren zu wollen. Mir gefällt ja insbesondere hier Rot, Rakdos. Oder einfach hier Orzhov, Schwarz-Weiß. Ja, aber wie gesagt, ich brauche erstmal 10.000 Gems, um Ziel zu spielen. Das ist primär mir wichtiger, um einfach die Karten zu bekommen und euch auch neue Decks zu präsentieren. Ja, also die Karten sehen schon echt schön aus. Wobei, man muss sagen, nicht jede Gilde hat wirklich auch häufig spielbare Karten. Ich weiß nicht, was ihr spielt, aber häufig wird eher hier sowas wie Nif Izzet gespielt. Also ein Izzet wäre gar nicht so schlecht zu kreieren. Oder auch hier Kaya. Diese Full Art Länder bedeuten nicht, dass man die Karte bekommt, sondern man bekommt einfach nur das Motiv. Das heißt, man muss die Karte besitzen und dann werden alle Karten, die man hat, in dieses Motiv verwandelt. Ja, das ist natürlich extrem nice. Wenn man hier guckt, zu jeder Gilde gibt es etwas. Ja, hier Prime Speaker, auch schick. Ja, also 3000 Gems. Wer Lust hat, kann das gerne investieren. Und man bekommt natürlich dann diese wunderbaren Sleeves und die sehen richtig genial aus, wenn man drauf geht. Oh. So, ansonsten gibt es noch diese etwas günstigere Variante für 600 Gems. Aber da bin ich nicht wirklich von überzeugt. Die finde ich jetzt nicht richtig toll. Die ja, zeigen einfach nur Symbol, haben keinen besonderen Effekt. Da ist lieber der Soul Ring für 1200, der strahlt, glänzt, ist einzigartig und ja, man kann ihn einfach auch für
jedes Deck verwenden, weil es einfach ein neutrales Motiv ist. Und hier denkt man immer, wenn man so ein Motiv von einer Gilde hat, dass man auch das Deck dann spielt. Naja, ich würde mir eher einen Zollring kaufen, wenn ich hier die Wahl hätte, dann lieber das Doppelte bezahlen und ja, so einen coolen Zollring zu haben. Ja, ansonsten haben wir jetzt einige Sachen schon freigespielt und dazu komme ich in meinem nächsten Video später zu euch. Es gibt Codes aktuell aufgrund des Turniers, was am Wochenende stattfindet, das besondere große Vitation-Turnier. Da gibt es diese Karte umsonst in dieser Full Art. Den Code möchte ich euch gerne im nächsten Video nennen. Auch Opt kann man da freischalten und ich hoffe, es kommen noch weitere, um euch diese Codes dann auch zu präsentieren. Ansonsten habe ich hier Chemister Insight freigespielt. Das ist quasi das neue Event, was gerade quasi stattfindet für umsonst. War gar nicht so einfach, das freizuspielen. Denn ich hatte erst probiert mit meinem Turnierdeck hier, mit Sultai, das kam nicht so weit. Dann habe ich ein Red Deck Wins probiert, das kam auch nicht so weit. Na gut, dann habe ich gesagt, okay, dann baust du dir einfach mal hier schnell ein Esper Control Deck zusammen, das einfach am solidesten aktuell unterwegs ist. Und das hat mir auch einen Win 5 zu 1 beschert. Und dadurch habe ich jetzt Chemister Insight bekommen. Ich rede vom folgenden Spiel hier: Treasure Constructed. Das ist, um dieses Event geht es hier. Ja, wie gesagt, wenn ihr wenigstens einmal gewinnt, bekommt ihr den roten Zauber, der aber drei Schaden macht, freigespielt. Und wenn ihr fünfmal gewinnen solltet, bekommt ihr auch zusätzlich noch Chemister Insight. Die Karte finde ich extrem gut und deswegen wollte ich unbedingt hier fünf Wins haben. Und die habe ich Gott sei Dank gestern mir dann auch mal freigespielt. So, was gibt es noch? Ja, wie gesagt, Codes gibt es nächste Woche. Nächste Woche gibt es morgen hoffentlich. Morgen ist Sonntag. Morgen kommen auch die neuen, oder die ersten Spoiler raus. Da will Wizard 16 neue Spoilerkarten präsentieren. Also die Spoiler Season für die neue Edition findet ab morgen statt. Und da möchte ich gerne euch schnell auch was präsentieren. Die erste Karte, die schon gezeigt wurde, ist Ayani Pride Maid. Das ist diese Kreatur hier. Die wird auch in der neuen Edition vorhanden sein. Hier Ayanis Pride Maiden mit einem anderen Motiv, aber diese Karte hier wird mit am Start sein. So viel dazu zu diesem neuen Update, zu dem, was ihr im nächsten Video erwarten könnt. Also fleißig nächstes Mal mit reinschauen, da gibt es dann ja, gratis Full Art Karten. Ich hoffe, dass dann die Codes nicht nur einen Tag gelten, dann wären die nämlich jetzt auch schon vorbei. Da muss ich nochmal warten, neue zu bekommen. Aber wir probieren es morgen aus und ja, dann kriegt ihr die Codes. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Video jetzt hier. Und wir steigen ein in unser Mildeck. Das Mildeck habe ich auch mehrmals umgearbeitet, ausprobiert und habe mich dann jetzt für eine weiß-blaue Variante entschieden. Es geht darum, den Gegner so schnell wie möglich zu ermühlen. Das heißt, er packt seine Karten von der Bibliothek in den Friedhof. Und wenn er keine Karten mehr hat, die er ziehen kann, dann hat er automatisch verloren. Wir spielen auch nicht mit Kreaturen, sondern wir sind ein Creature Less Deck ohne Kreaturen, also alle Remove, die der Gegner hat, sind quasi nutzlos auf seiner Hand. Drawn of Secret, immer wenn ich einen Zauberspruch spiele, der blau ist, muss der Gegner oder ein Spieler meiner Wahl, in dem entsprechend ist es der Gegner, zwei Karten mühlen. Das ist die eine Variante. Und wir haben noch Sick Corrosion mit dabei. Immer wenn wir eine Karte ziehen, müht der Gegner zwei Karten von seiner Bibliothek. Um entsprechende Karten zu finden und auch Karten zu ziehen, haben wir ein Opt mit drinne, natürlich in diesem wunderbaren neuen Motiv. Dann haben wir Blink of an Eye mit dabei, um irgendein Permanent auf die Hand zu geben. Und wenn wir vier Mana, also die Kickerkosten mitbezahlen, dürfen wir eine Karte ziehen, was natürlich auch gut ist. Chart a Course lässt uns zwei Karten ziehen, dadurch kann der Gegner dann zum Beispiel vier Karten gemüht werden. Radical Idea mit dabei, Karten zu ziehen und die erkläre ich euch gleich. Dann haben wir hier eine Karte drin, die ihr wahrscheinlich noch nicht so häufig gesehen habt, beziehungsweise noch nicht gespielt habt. Ich probiere die mal aus, will ja immer was Neues auch in Decks ausprobieren. Immer wenn eine Kreatur des Gegners getappt wird, was und nicht zum Angriff, sondern zum Beispiel Mana oder Fähigkeit nutzen, dürfen wir eine Karte ziehen.
Und wir können auch 5 Mana nutzen, um eine Kreatur des Gegners zu tappen, um ihn zum Beispiel zum Angriff zu hindern. Wichtig in dem Bereich ist, wir ziehen Karten. Und dann kann der Gegner hier natürlich fleißig gemürt werden. Und wir haben also auch eine Karte drin, die Kreaturen tappen lässt, nämlich die hier, Tap Target Creature. Dann dürfen wir eine Karte ziehen. Und da eine Kreatur getappt wird mit dem Enchantment, dürfen wir noch eine Karte ziehen. Also zweimal Karten ziehen für eine Karte. Das ist sehr gut. Ansonsten könnten wir sie auch als Instant spielen und zwei Zopter ins Spiel bringen, Artefakt-Zopter, die uns ein bisschen Leben geben, aber eher dann zum Blocken da sind. Settle the Wreckage, um Creature und Kreaturen, also Kreaturen zu removen. Cleansing Nova haben wir mit dabei. Und dann hier haben wir nochmal eine Mühl-Option, wo der Gegner 3 Karten von seiner Bibliothek in unserem Upkeep mühlt. Und für jedes Land dürfen wir eine Karte ziehen. Ansonsten fleißig Länder mit dabei, 23 Stück. Alle Doppelländer, die ich habe, sind mit dabei. Leider habe ich nur 2 Glacial Forest, aber gut, wer mehr hat, kann natürlich 4 reinpacken. Und so sollte das Deck hoffentlich jetzt auch in den nächsten Games gut funktionieren. In den ganzen Testspielen, die ich gemacht habe, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Also, dann lasst uns mal starten und gucken, wie das Deck funktioniert. So, oh, es ist keine gute Schade an Blau, meiner fehlt. Wollen wir halten? Drei, da keep, komm. Wir ziehen eine blaue Mana nach. Oder ziehen wir eine blaue Mana nach? Der Gegner geht auf 6. Also die Starthand ist nicht schlecht. Wir haben 2 davon. Von dieser Mühl-Option. Aber dafür brauchen wir natürlich auch blau. Naja, schon. 3 haben wir jetzt davon. 3. Das ist ein Traum. Wenn ich blaue Mana hätte. Spiel eine Kreatur. Ja, er spielt eine Kreatur. Sehr gut. Die Kreatur tappen wir mal. Vielleicht wäre eine blaue. Ja, eine blaue Mana. Deswegen getappt, damit wir diese Karte spielen können. Wobei man mal sehen muss, der Gegner spielt scheinbar mit Kreaturen aus dem Friedhof. Also daher mal schauen, was wir ihm wegmühlen. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir spielen die zweite. Und sagen Go. Jetzt haben wir schon nächste Runde 4. Außer er hat Mortify. Oder er hat diesen weißen, schwarzen Zauberspruch. Sacrifice a creature, destroy a target creature. Oh, nein, er zieht 2 Karten. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Und Mortify? Hat man meistens bei Schwarz-Weiß mit da drin. Aber wir haben ja mittlerweile. Juhu. Nochmal. Und, was war noch? Da ist Mordefall. Yeah. Und wir spielen noch eine. So, kommt der wieder zurück. Und nächste Runde mühlen wir ihn für 6. Nee, wir wollen nicht bezahlen. Wir wollen ihn einfach nur mühlen. Sehr schön. Eine Mana fehlt uns hier. Wir können den wieder tappen. Ja, das hört sich ja alles. Sieht da gar nicht so schlecht aus. Wir warten einfach. Und gucken, was er spielt. Vielleicht bringen wir ihm was auf die Hand zurück mit Blink on the Eyes. Was machen wir mit dem? Wenn er das macht, gehen wir ihm. Dann nochmal übrig, ihn nochmal zu spielen. Ja, wir geben ihm einfach die hier auf die Hand zurück. Mal gucken, wir ziehen eine Karte. Dann kann er sich aussuchen, was er macht. Wir mühen ihn auf jeden Fall für 6, weil wir eine Karte ziehen dürfen. Wow, da hat er einen Mortify. Wir mühen ihn nur für 4.
Oh, ist der schön. Gucken, was er sich nimmt. Noch Mortify, sehr gut. Eins, zwei. Eins, zwei, drei sind schon weg. Hat auch noch maximal einen im Deck. Es gibt schon mehr Ruhe. Was nimmt er? Die nimmt er? Ja, okay. Vielleicht ziehe ich jetzt noch eine Mana. Nee, leider nicht. Da ist das vierte Mortify, sehr gut. Dann spielen wir den. Und sagen Go. Können jetzt hier noch... Tja. Ja, wir hätten ihn zu Tode gemürt. Aber gut, war der erste Game. Gar nicht so schlecht. Okay, der Druck war auch nicht so groß. Aber wir probieren es jetzt im zweiten nochmal. Mal gucken, wie wir jetzt erwischen. So, wir sind am Start. Ja, wir keep mal. Leider jetzt keine Mühlkarte auf der Hand. Aber ein paar Removal, ein paar Card Draw, Engine... Wir ziehen uns einfach ins Game hinein. Mal gucken. Und wir dürfen ja auch anfangen. So, wir spielen G.I. Joe. Sechs Karten geht da runter, okay. Ja, dann fangen wir mal an. Getappt. Können wir gucken, ob man... Oh. Das ist der Horror. Das ist der wahre Horror, was da drin kommt. Wir ziehen mal eine Karte. Ja, komm, wir ziehen Land. Wir brauchen Land für die Nova. Weil das ist natürlich jetzt richtig heftig, weil das der schlimmste Gegner für das Deck ist ein richtig aggressives, rotes, blaues oder weißes Deck. Da werden wir meistens überrollt, weil wir zu langsam sind. Mal schauen. Ob wir das hier irgendwie handeln können. Solange er nur einen Schaden macht, aber dabei bleibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt. Und? Es kommt jetzt der 2-1. Oh. Drei Schadenspunkte. Mhm. Dann spielen wir mal den Zirkel. Immer wenn eine Kreatur getappt wird von ihm und nicht zum Angreifer deklariert wird, dann können wir eine Karte ziehen. Aber das hilft uns nicht, weil seine Kreaturen eigentlich nur für einen Angriff ausgerichtet sind. So, drei Mana. Schellenwürler. Oder was kommt? Ein Risk Factor. Ne, zieh mal. Zieh mal fleißig. Die Lebenspunkte sind mir heilig. So, next one. Ich würde gerne irgendwie mühlen. Aber dafür brauche ich Mühlkarten. Und er hat eine volle Hand. Zwei für uns. Ey, das wird ein heftiger Lost. Glaub schon. Also das wird... Guckt euch das an. Aber gut, das ist typisch rotes Deck. Und naja. Man muss auch die Schwächen des Decks zeigen. Und das ist wirklich eine Schwäche. Richtig roter, schneller Agro-Decks. So, okay. Dann ziehen wir mal zwei Karten. Land haben wir mit dabei. Sehr gut. Kato haben wir mit dabei. Wir müssen jetzt alle seine Kreaturen zerstören. Ohne, dass wir irgendwie irgendwo mal eine Aktivität Richtung unserem Deck bis jetzt mit Mühlen gezeigt haben. Ärgerlich. Zwei, nochmal zwei schon. Puh, Alter. Und einmal drei, nochmal drei. Nein. Juhu.
Okay, jetzt sind wir tot. Das ist doch nicht schön. Komm, wir spielen das. Ist eigentlich egal, was wir jetzt machen. Wir sind so oder so tot. Wir können nichts dagegen tun. Ziehen noch ein paar Karten. Und wir spielen, schmeißen die weg. Jetzt würde unser Deck gerade mal so ein bisschen anfangen zu performen. Ja, aber da hat der Gegner uns schon in der vierten, fünften, ne, sechsten Runde tot. Also das ist... Rot ist der Tod für dieses Deck. Juhu, okay. Aber trotzdem, good game. Man muss auch mal sehen, ich spiele auch ab und zu mal Red Deck Wins, wenn es um ja, Siege geht, beziehungsweise Sachen zu freischalten. Also daher nachvollziehbar, auch wenn es jetzt nicht gerade sehr spektakulär war. So, nachdem wir jetzt gerade eine richtig dick auf die Mitte bekommen haben mit dem roten Deck, probieren wir unser Deck nochmal neu. Ja, jetzt haben wir wenigstens einige Removals bzw. Mill-Karten auf der Hand. Ein bisschen Defense. Was ist denn? Oh. Sind die Höhen hübsch? Ich weiß nicht. Also so richtig... Nee, oder? Sind die hübsch? Also ehrlich gesagt, mir gefallen die nicht so. Naja, ah, okay. Ja, also ich würde da eher mehr ausgeben, glaube ich. Oh, hallo. Stört mich aber nicht, stört mich weniger, stört mich eigentlich weniger. Wir spielen gegen Esper Control scheinbar. Und dann wollen wir mal sehen, was der Gegner Schönes zu bieten hat. Ups. Spielen wir die hier weg. Sehr schön. So, was machen wir dann jetzt? Wir spielen gleich... Der stört mich noch nicht mit 3. Wir ziehen die über Karten. Was kann er machen? Okay. Ziehen wir jetzt einfach nochmal Karten. 2 Stück. Und der Gegner darf gemüht werden. Sehr schön. Glacial Forest und sagen, go. So, kriegen wir nochmal 3 Schadenspunkte, das ist in Ordnung. Wenn er jetzt versucht zu removen, ziehen wir nochmal, schmeißen die Karte weg und ziehen nochmal 2 Karten nach. Der Gegner darf nochmal 2 Karten wegschmeißen, oder 4. Und wir mühen uns langsam durch das gegnerische Deck. Oh, sehr schön. So, so, jetzt haben wir, hätten wir alle 4. Auch nicht schlecht. Okay, dann spielen wir erstmal den ersten. Okay. Haha, haben wir das dritte Game gewonnen. Sehr schön. Klasse. Ja, also wir konnten jetzt den Gegner nicht bis zum Ende durchmühen, ja meistens vorher aufgeben, das passiert meistens bei dem Deck. Wir haben uns jetzt 3 Spiele angeschaut und ja, morgen am Sonntag, wie gesagt, gibt es die neue Spoiler-Season, die beginnt dann. Und da bin ich echt gespannt, was rauskommt und heute versuche ich für euch noch ein paar
Codes rauszufinden, damit man die morgen einfach eingeben kann. Weil es ist schon genial, wenn man sich anschaut, wie die Karten hier alle sind. Also sie wird, die gibt es ja hier alle, man kann sich die teilweise kaufen. Und wie gesagt, die Karte gibt es hier gratis. Die Karte gibt es gratis. Und die nächste, wo ist er? Die könnt ihr euch halt alle freispielen, ne? Wenn ihr, und da kann ich euch nur raten, nehmt das Esper, nehmt ein Esper-Deck und dann kommt ihr relativ weit und dann sollte es hoffentlich klappen. Ich drücke euch die Daumen, weil die Karte, die blaue Karte ist einfach, die ist einfach schick, ne? Die wollte ich unbedingt haben und musste sie haben. Ja, toi 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 beim Zocken, viel Spaß beim nächsten Video. Seid gespannt, ich drücke mir den Daumen, dass ich das morgen auch pünktlich hinbekomme. Also, bis dahin, tschüss.